Ja, toll. Wunderbar. Ja. Ja, und Armbart. Zu einfach. Ja. Naja, zu einfach würde ich jetzt nicht sagen hier irgendwie, ne? Also wie gesagt, hier haben wir jetzt noch eine Glück, die sind relativ langsam irgendwie, sind jetzt auch nicht die schlimmsten Parasiten da oben drauf. Obwohl ich die schon nervig finde. Und noch schlimmer sind es halt quasi diese großen Muschelähnlichen Parasiten, weil wenn die zu A sind, die auch schneller tatsächlich, die Wirte. Und wenn die zubeißen, Kopf ab. Einfach mal Kopf ab. So, ich würde die Flasche wieder mitnehmen, wenn es hier nehmen ist. Dankeschön. So, dann werden wir weiter hier in der Ausstellung. Das ist ja wirklich ein schöner Teil des Schlosses, wa? Schöner Marmor hier, sieht echt toll aus. Tut mir leid, dass ich hier so randalieren muss. So, was haben wir hier? Ich brauche einen Schlüssel, den ich nicht habe. Okay, zwei Tore. Einmal Silber, einmal Gold. Na, dann stellen wir es mal rein. Schauen. Okay. Vielleicht gibt's noch eine. Das kann ja heiter werden. Und da drüben ist wahrscheinlich eine Flasche mit einem goldenen, irgendwie mit goldenen Verzierungen darauf. Dann kommen wir hier hin. Hier wird es wahrscheinlich auch eine Truhe oder irgendwas geben. Wir gucken mal. So, warte mal hier. So, ich denke mal, die Ritter werden erst aktiv, sobald ich wieder mir die Flasche greife. Hoffentlich. Schießpulver. So, ich könnte natürlich, wenn es jetzt mehrere Ritter sind, könnte ich versuchen, mit einer Blendgranate tatsächlich alle mit einem Streich zu bekommen. So, zack. So, schnell ein bisschen MP-Munition gemacht. Ah, es tut mir etwas in der Seele weh, das automatisch zu machen. So, okay. Und auf der 7 haben wir die Blendgranate. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man erst die Helme abtreten muss, bevor die Blendgranaten quasi wirken. Ich würde sagen, wir lassen uns mal auf den Test ankommen. Ach, leck mich doch, Alter. So, 2. So, dann schauen wir mal. Ja, das geht nämlich nicht. Das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Das ist mal richtig blöd. So, damit sind sie ab. Und leider muss ich meine letzte Flashbang jetzt mal kurz hier mal opfern. Oh nein, echt jetzt? Die nächsten? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Scheiße, muss nachladen. Uiuiuiui. Oh, ey, jetzt alle? Wirklich alle? Okay, Freunde. Beeindruckt. So, okay. Mann, 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 Mann.
Aber hey, komm, sie lassen alle einen Spinell fallen. Das ist natürlich eine geile Sache, aber ist natürlich auch sehr munitionsfordernd hier, diese Nummer. Okay. Wir schauen mal, was haben wir hier hinten noch? Och, eine kleine Folterbank, wunderbar. Schön, und eine Truhe. Ein Alexandrit. Den nehmen wir mit. So, okay, dann packen wir jetzt hier mal kurz die rote rein. Die goldene rein. Damit wir hier hinten mal kurz rein können und hoffentlich an die Schatztruhe kommen. Wunderbar. Ein elegantes Schachbrett. Mhm. Schön, schön. Da will ich ja nicht wissen, was da drunter ist. Okay, also die nehmen wir wieder raus. Dann packen wir die silberne rein. So, und ihr werdet es schon erahnen. Die goldene kommt rein und damit geht hier das Tor auf. Und wir brauchen die silberne. Oh, müssen wir die jetzt echt zurücklassen, die silberne? Das ist ja interessant. Okay. Scheinbar müssen wir sie zurücklassen, ansonsten würde ich nicht durchkommen. Na bitte, fehlt nur noch eine. Was? Okay, also die rot... Da ist was Neues reingekommen. Warte mal mit der roten. Die goldene ist es also, ja. Das ist jetzt quasi die Ingredienz, die wir brauchen. Nein zu blauen Medaillen, Teil 2. Mir bluten die Augen beim Anblick dieser sackhässlichen blauen Medaillons. Schön. Mach jemand, dass sie verschwinden. Die hängen hier schon viel zu lange rum und bringen nur Unglück. Okay, Burghof. 7 Spinell gibt's dafür. Machen wir natürlich gerne. So, okay. Das schön. Ein kleiner Hahn an diesem gigantischen Fass ist natürlich total cool. So, okay, ich würde mal... Oh, ein Funkspruch. Okay, Luis. 2 habe ich. Für die letzte Komponente musst du rüber zur Burgmauer. Wir treffen uns oben auf der Mauer. Ich bring den Bernstein mit. Alles klar. Ich habe noch ein paar Infos über den Stein gefunden. Ich schick sie dir. So, Tab für Akte lesen. Der Bernstein-Forschungsbericht 1. Die Tests dauern noch an, aber es ist bereits zu erkennen, dass das Testsubjekt großes Potenzial besitzt. Zusammenfassung unserer bisherigen Erkenntnisse. Erstens. Selbst in seinem derzeit scheintoten Zustand hat es einen Einfluss auf andere Parasiten. Zweitens. Es scheint das gleiche Organ wie die dominante Spezies zu besitzen und verfügt daher vermutlich über die gleiche Kontrollgewalt. Drittens. Wir haben noch keine Methode gefunden, um es zu reanimieren. Darüber hinaus haben wir nach dem tödlichen Unfall von neulich beschlossen, weitere Vorsichtsvorkehrungen vorzunehmen. Und haben den Bernstein in einem bruchsicheren Behälter versiegelt. Dies ist auch der Grund, warum ich das Bernsteinlabor in die neue Funkzentrale verlegen werde. Der Abschied von Don Quixote steht bevor. Es ist Luis, dem wir diese Erkenntnisse verdanken haben. Aber Sadler vertraut ihm nicht. Ich hoffe nur, er kann den Mund halten. Anabel Garcia Escudero, leitende Forscherin. Okay. Und wir haben natürlich noch andere Sachen. Achso, genau. Das ist das, was wir schon kennen. Okay, gut. Dann schauen wir noch mal kurz, ob wir hier irgendwo die blauen Medaillons finden. Für die Spinels. So, da vorne sehe ich schon mal was. Ich guck mal kurz, ob dieser Teil des Burghofes ebenfalls mit integriert ist, weil das wäre ziemlich viel irgendwie. Ich guck mal kurz. Nein, sie sind alle hier weiter vorne. Nur nebenan liegt noch ein kleiner Schatz. Da schauen wir kurz nach. So, sieht aber auch wirklich hat was irgendwie. Ein grünes Kraut nehmen wir noch mit. Was? Oh, ich wollte jetzt hier ja nicht ins Wasser. So. Und was haben wir da? Ein Seidenkristall. Gut. Ich hoffe, das ist der Teil, wo man viel mit Hunden zu tun hatte im Original. Sehr unangenehm. Nein. Okay, der hat jetzt also den Türstein mitgenommen. Ist also klar, wie wir uns hier krallen müssen. Was ist das? Ah, das ist der Typ. So, wo ist der Typ? Kann ich den irgendwo erwischt kriegen?
Nicht doch. Nicht doch, komm. Oh, ey. Immer diese Einzellader, ey. Komm, beeil dich, ey, da. Ah, yes. Echt jetzt? Ah, verdammt, ey. Na gut. Ja, irgendwas hört sich glibberig an da unten. Okay, da vorne eilen sie schon. Okay. So, wir bekommen Besuch. Hallo, Zadele. Weiß. So, okay, also wir holen uns jetzt den Typen. So schnell nachladen. Zu einfach. So, und wir haben das Mondwappen. Na endlich. So, warte mal. Mal erstmal die drei Komponenten finden. Okay, wir müssen drei Komponenten finden. Na gut. Okay, gut. Dann holen wir uns jetzt hier erstmal kurz das erste Medaillon. Was? Wo? Lass doch mal die arme Gloria aus dem Spiel hier. Oh, anscheinend eine Art Hebel. Wollte noch nur rennen. Okay, gut. Nummer zwei. Komm mal rüber. Da kommen wir rüber. Was ist das denn da hinten, Alter? Ich muss mal sagen, dadurch, dass halt Rennen und die und den Grapple Hook zu benutzen, die gleiche Taste ist, also quasi über Steuerung, quasi über Shift. Ja, hat man es manchmal, du willst einfach nur losrennen irgendwie, aber sie nimmt sich quasi den nächsten Ankerpunkt irgendwie und schwingt sich hin, so wie hier zum Beispiel. Ne? Ja, genau. So, zack. Die finde ich wirklich, die sind sehr unangenehm. So, die TMP hat es Gott sei Dank gerissen. So, shifty, shifty. So, warte mal, wir gucken kurz, wo hier vorne ist noch ein Medaillon. Nein. Nein. Okay, ja, wir müssen eh hin. Ja, also egal. Scheinbar darf ich hier nur gehen. So, kann ich das mit dem Messer? Nein. Das war Nummer 3. So, da hinten haben wir noch was. Schießpulver zweimal, das ist ganz gut. So, jetzt kann ich nur gehen, bevor ich mich wieder irgendwo rüber schwinge. Nochmal Schießpulver, sehr schön. Immer nachladen. Kurz die Kisten, wunderbar. Hervorragend. So, hier ist noch ein Medaillon. Das war Nummer 4. So, wir schwingen uns mal kurz hier hoch. Okay, hier muss das Mondwappen eingesetzt werden. Aber, wie gesagt, vorher... Hier haben wir noch einen Schatz. Und hier in dem Areal ist das letzte Medaillon. Und das holen wir uns natürlich erstmal. So, einmal runterspringen bitte. Und irgendwie ist hier hinten ein Schatz. Oh.
Blendgranate, Pistolenmunition, sehr schön. Und wir haben hier eine Schmetterlingslampe. Da können wir auch wieder ein paar Sachen einsetzen. Wisst ihr was, das machen wir gleich, bevor wir wieder das nächste Mal beim Händler stehen und sagen, da habe ich schon was vergessen. Ah, schade. Uns fehlt ein runder Edelstein. Aber die anderen können wir trotzdem erstmal einsetzen. Schade, schade. So, wir müssen jetzt hier hinten irgendwo hin. Für das letzte... Oh, Moment. Oh, eine Blendgranate. Schön. Können wir hier oben was nehmen? Nein, hier können wir nichts nehmen. So, hier schnell hoch. Und irgendwie hier vorne... Entweder unten drunter oder irgend... Da ist er. Das waren alle. Das waren alle. Wunderbar. Sehe ich bei mir hier in meiner 10 Quadratmeter Wohnung. So, nein zu blauen, meine Jungs. Ach, das. Kann man sich wirklich verlassen. Ja, ich weiß. Oh, wir haben 25 und wir könnten uns theoretisch das Spezial-Upgrade leisten. Die kann man nicht mit Geld kaufen. Ja, jetzt bin ich ja schon fast wieder ein bisschen verführt zu sagen, irgendwie, lass uns doch mal gucken, wie es mit der Red 9 aussieht. Aber das ist, ich weiß nicht. So, wir hauen erstmal den Kompass weg und das Schabrett können wir verkaufen. Seidenkristall können wir verkaufen. Ein hervorragender Dien. Also die Red 9 ist schon wirklich, die hat schon Power irgendwie. Die hat schon wirklich, wirklich echt Power. Ach, ich bin so zwiegespalten. So, Tuning sind wir hier. Wir sind mit 1,6 ist diese Waffe komplett aus. Wenn du auch nur den gebessert Hauch irgendwie. Willst, also, sie ist komplett oben. Solltest du über das Tunen nachdenken. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich würde sagen, wir warten erstmal noch irgendwie. Geh und misch sie auf. Alles klar. Okay, gut, dann setzen wir jetzt mal den Mondstein ein. Wir werden ja nochmal beim Händler vorbeikommen und dann... Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal irgendwie. Ich versuche mich jetzt erstmal mit dem, was wir haben, dahin zu prügeln. Warte mal, ich muss ja hier hin. Und vielleicht... Also die Red 9 ist schon geil. Irgendwie ist wirklich auch meine Favorite-Waffe gewesen irgendwie im Hauptspiel. Weil tatsächlich irgendwann durch dieses Spezial-Upgrade halt einfach diese Waffe fast zu einer Magnum wird. So, denn den Mondstein eingesetzt. Und. Okay, kann nicht mehr weit sein. Ein Akkuschrauber. Das ist ja auch geil. Das wirkt so ein bisschen deplatziert hier. So, ein Saphir. Ah, schön. Und damit können wir quasi den letzten Stein ansetzen in die Lampe. So, und damit 25,2 ist das so ein guter Preis. Das ist schon ein guter Preis. So, okay, wir schauen mal weiter. Schon alles sehr klaustrophobisch hier im Gänge. Okay. Da haben wir ein gelbes Kraut. Das erfreut mein Auge. Das, was ich höre, erfreut nicht mein Ohr. Stimmt. Wir beide hatten ja noch eine Rechnung miteinander offen. Wie? Wer? Mit wem? Was? Hä? Nein, Ikidia! Warum? Warum? Ach man, Stief! Einmal wieder in die Ufi passt. Das ist so ärgerlich, ey. Naja, egal. Komm, wir werden schon noch ein rotes Kraut finden. War das jetzt ein Höhlentroll mit, aber der ist doch tot. Mit was haben wir jetzt eine Rechnung offen? Mit wem denn? Mit wem nicht, müssen wir eigentlich mal fragen. Schöne Kameraperspektive. Schöne Einstellung. Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt.
Also, oh, na, ach, er ist das, okay. Ja, Ramon Salazar. Das ist der andere Vertigo. Leon, meinen Rat befolgt? Ja. Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Huh? So, ach so, wahrscheinlich war das dieses Knurren vorhin irgendwie, sie hat hier gerade runtergeschaut und das war die Szene, wo sich Leon im Hauptgame tatsächlich gegen so einen Höhlentroll irgendwie beweisen musste. Und das war sehr, sehr, sehr krass. So, warte mal, ich lauf mal kurz runter. Vielleicht finden wir nämlich hier unten noch irgendwas. Ich das mal denn plötzlich. Nein, ach Mann. Schade. Wäre schön gewesen tatsächlich. Na gut, ein Schuss. Okay, wir haben hier mehrere Feinde. Okay, wir haben jetzt erst die Fässer. Und schauen wir mal nach vorne, können wir raus. Hier können wir runter. Ich weiß tatsächlich noch nicht so richtig, welcher jetzt gerade der richtige Weg ist. Hier finden wir tatsächlich noch einen Schatz unten. Und wir müssen hier hin. Also, ich würde fast sagen, wir gehen mal hier runter. Echt jetzt? Ich wollte gerade sagen. Bleib liegen, ey. Okay, so. Wo könnte jetzt hier der Schatz versteckt sein? Mon ami? Oh, hier eine kleine Schatulle. Kleine schöne Truhe mit einem Rubin drin. Wunderschön. Oh, okay. Hab gerade noch gedacht, da kommt jetzt ein Parasit raus. Es wirkte kurz so. Okay, wir laufen jetzt unten lang. Was auch okay ist. Ich gehe mal kurz hier vorne nochmal rein, einfach nur um zu schauen. Okay, hier haben wir noch eine Kiste. Ich glaube, an das Ding müssen wir hier ran tatsächlich. Ja, scheinbar schon. Scheinbar schon. Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Was bringt uns das? Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal hoch und dann hier runter springen. Na, ich mal hier hoch. Zack. Ich weiß, wir können auf der anderen Seite. Ja, nein. Das war. Okay, wir können die Abkürzung nehmen. Okay, wir können hier nicht runter. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass wir da runterhüpfen müssen und das umstellen müssen, aber scheinbar ist es nicht so. Aha, okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. So, dann schnell wieder hoch. Dann müssen wir nochmal schnell den Hebel umschalten. Irgendwie auf das Mondsymbol. Und dann holen wir uns den Schatz. Große Truhe. Mit einer goldenen Sanduhr. Wunderschön. Da freue ich mich. So, ich bin auch froh, dass mir tatsächlich hier Schlangen erspart bleiben. Die in irgendwelchen Fässern drin sind, weil das hat ja nur wirklich. Sowas braucht ja nur gar keiner. So, tatsächlich muss ich es, glaube ich, gar nicht mehr umstellen. Ne? Ich kann jetzt so einfach hoch. Aber hier vorne, wenn wir hier vorne hingehen, ist noch ein Schatz. Interessant. Vielleicht, wenn wir von oben rankommen. Ne, okay, wir können hier bestimmt runterspringen. Nein, es ist sogar eine Leiter, die hier runtergeht. Wunderbar! Und hier ist auch die Truhe. Gelber Diamant. So, hier haben wir nochmal ein Schloss.
Na bitte, die Präparatenkammer. Die Präparatenkammer. Und hier werden wir jetzt also den Schmetterling finden. Natürlich ist das das Einzige, was hinter einem Zahlenschloss ist. Ist doch so wirklich. Notiz eines Präparators. Der Kurator dieser Sammlung ist ein furchtbarer Vorgesetzter. Er überlässt die ganze Sezierarbeit mir. Selbst wenn er sich mal hier blicken lässt, glotzt er bloß seine drei Lieblingsstücke in der immer gleichen Reihenfolge an. Und die sind nicht mal besonders. Ich weiß nicht, was er an diesen drei Präparaten findet. Für mich sind das jedenfalls völlig banale und nichts im Vergleich zum blauen Schmetterling, unserem mit Abstand wertvollsten Präparat. Wäre ein guter Forscher, wüsste er das auch. Okay. Interessant. Interessant. So, er schaut sich also immer die gleichen Sachen an. Und jetzt wird wieder Zeit für Iris. So, er schaut sich also an. Das ist ein Krokodil. Wahrscheinlich, ne? Eine Echse. Eine Echse schaut er sich an. Er schaut sich an den Art Hirschkäfer. Und ja, meinst du? Meinst du da so einen Rinderschädel? Oh. Isidros Aufzeichnung. April. 9 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe ein handschriftliches Gesuch von Mendes erhalten. Er bittet mich darum, dem Diener zu vergeben, der so töricht davonlief. Aber er versteht nicht. Es geht bei dieser Sache nicht um Vergebung. Es geht um ein Vorhaben, für welches zahllose Opfer vonnöten sind. Es ist eine Ehre für all jene, die im Hoheitsgebiet unseres Herrn Ramon leben. Außerdem ist es schlicht unmöglich, dieses Ding jetzt aus seinem Körper zu entfernen. Sie injizieren ihren Opfern einen Teil von sich selbst, manipuliert damit ihr Bewusstsein und sperrt sie in einem Albtraum. Die Wirte sind ihrem Willen unterworfen, egal wie sehr sie versuchen, ihr zu entkommen. Die einzige Methode, den Qualen ein Ende zu bereiten, ist, sie zu töten. Denn mit ihr stirbt auch das fremde Wesen im Körper des Wirts. Warum ist offensichtlich? Dieses Wesen ist aus spezialisierten Zellen aufgebaut, die allein nicht lebensfähig sind. Und dennoch scheint niemand stark genug zu sein, meine treuen Gefährten, meine Pesanta, zu besiegen. Gut zu wissen. Ja, schön. Das ist toll. So, okay, na, dann gucken wir nochmal. Das ist er. Ja. That's it. Okay, und wir haben den blauen Schmetterling. Oh, wie schön. Ich hab, was du wolltest. Wieder vereint. Gut. Und ich hab hier, was du wolltest. Der Bernstein. Oh, das ist schlecht. Der Parasit reagiert auf den Stein. Das ist er also. Oh. Wunder, dass Wesker ihn haben will. So, dann mach mal ganz schnell das Gegengift, bitte. Okay, das hat er anscheinend sehr schnell essenziert. Ich sollte den Parasiten vorerst lahmlegen. Bereit? Drück die Daumen. Vergiss nicht. Du bist nicht geheilt. Wir müssen das Ding immer noch aus dir rauskriegen. Okay. Also wir haben auf jeden Fall eine Reaktion. Oh nein. Ich
verstehe das nicht. Sie müsste längst wirken. Nimm den Stein und geh. Du kannst ihn mir geben, wenn der Parasit sich beruhigt hat. Ich soll dich allein lassen? Hast du sie noch alle? Sag dir das. Ich komm klar. Du hast noch ein Versprechen einzulösen. Also gut, aber du kommst zu mir, wenn du hier fertig bist.